Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Phoning Home mit Arnie und Arjorn. Das Superduo. Yay. So, wir haben ein Portal. Wir haben hier ein Portal. Wir haben glücklicherweise noch Treibstoff. Können wir denn gerade mal noch einen herstellen? Ja. So, und dann haben wir ja aber hier auch... Da ist auch so ein Mast wieder da hinten. Die da weggelockt, damit wir da lang können. Jetzt frage ich mich halt, gehen wir erst durch das Portal, Arnie? Oder gehen wir erst da lang? Was meinst denn du? Mit Arnie können wir nur interagieren. Wir gucken mal über die Düne. Tun da scheinen Lichter zu mögen. Wenn wir selbst eine Lichtquelle bauen könnten, das wäre echte Hilfe. Okay. Lichtsonde freigeschaltet. Okay. Lichtsonde, hier haben wir sie. Da brauchen wir Nanos für. Nanos. Lichtsonde. Cool. Komm, erleichter uns mal mit so einem Lichtsondending. Arnie will, dass ich sie erleuchte. Auf der 5. Okay. Mhm. Oh, sie erzählt ja was. Wie wäre es, wir verschwenden ein paar Energiezellen. Was? Arnie. Ich war gerade Licht, wie so eine Motte. Okay. Ja, da kommt noch einer. Ihr bleibt aber da, ne? Wir machen mal einen kleinen Bogen um die herum. Ich glaube, damit können wir die dann mal so ein bisschen weglocken, ne? Da sind noch mehr. Tetrion, was? Das ging zu schnell. Ich kann es wachsen hören, sehr nah. Seine Melodie ist beinahe hoffnungsvoll. Okay, Arnie. Lass mal gucken, was da los ist. Was ist denn diese 3 unter Arnie? Das ist auch so eine Zahl. Ich will mal gucken, wo es hier... Ah, was ist das denn? Was ist das denn? Wir nehmen es einfach mal mit. Okay, wir sind hier voll in der Wüste. Boah, ist das groß hier. Okay, Arnie, aber was hat's mit diesem Portal da auf sich? Ich bin gerade echt so, wo lang? Komm, dann gehen wir einmal in das Portal. Dann gehen wir da jetzt einfach durch. Das Portal durch. Und schauen uns an, was dahinter ist. Neugier können wir so am besten stillen. Arnie folgt mir hoffentlich. Ja. So, dann gib mir mal mein... Den da wieder. So, ja. Ja. So ein kleiner Roboter, der sowas drauf hat, ne? Würde man ihn gar nicht zutrauen. Und der Arnie ja auch nicht. Die geht ja auch richtig ab. Ich wollte den schwarzen Rückstand hier noch eben einsammeln. So. Auf. Warte mal, da sind noch... Die Dinger hier, die sind wichtig. Die brauchen wir doch für Arnie, ne? So, dann haben wir die voll... Dann gehen wir mal durch das Portal durch. Mal gucken, was passiert. Wir werden es ja sehen dann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ah, die schöne Musik dazu. So, Arnie. Kommst du mit? Es lädt. Oh Gott. Wo kommt man jetzt an?
einfach mal durch irgend so ein Portal gehen. Ist auch nicht das Wahre, ne? Vielleicht sind wir jetzt ja wieder in der Gras... Ja, wir sind wieder in dieser Hallo mal wieder, Ion. Hallo. Aufgabe beendet. Finde mobile Einheit. Cool, wir sind zurück. Sister, hallo, Sister. Sister? So nennst du dein Schiff? Ani, darf ich dir EU-18TR289X65 vorstellen? Eine 150-prozentige Explorationseinheit ohne Sinn für Leben oder Schönheit. Oder Humor. EU-18, wie wäre es einfach mit TR2 für mich? Es ist die offizielle Meinung von EU-18TR289X65, dass TR2 ein vollständig unzureichender Deskriptor wäre. Ani, Ion, ihr zwei solltet euch umsehen. TR2 und ich werden die Daten analysieren und entscheiden, was zu tun ist. Sis, PC-21SST391V23 ist nicht in der Position, Befehle zu erteilen. Aber es hat recht. Ah, du hast sie Sis da genannt. Naja, nicht ganz. Sis, nein, hat er gesagt. Nein, habe ich nicht. Bei ihm steht jetzt auch schon TR2. Siehst du die Sterne? Eines Tages werden auch sie sterben. Ach, hey. Und aus ihrer Asche bilden sich neue Welten mit neuen Leben. Ich glaube, mein Vater war ein roter Riese. Ion, finde ein paar Ressourcen, mit denen du das Großmaul beschützen kannst. Ein roter Riese. Ist ja so eine Sonne. Also ein Stern. Unsere Sonne ist ja auch ein Stern. Okay, aber... Was ist denn jetzt mit der Wüstenwelt? Oh, oh. Ich habe irgendwas gehört. Ich dachte... Ion hat ein seltsames Material aufgesammelt, das im System als Titerium identifiziert. Das ist unmöglich. Nein, habe ich. Möglich, aber es lebt und wächst und es singt ein leises Lied. Ion, lade das Zeug bitte in mein Cargo-Interface unter meinem Bauch. Keine Einwände von unserem Schiff? Okay. Na, dann machen wir das doch mal. Aber was ist mit der Wüstenwelt jetzt? Was ist mit der Wüstenwelt? Warum habe ich denn hier die ganze Zeit Interface mit Ani E? Jetzt ist es weg. In deinem Bauch. Da hinten wahrscheinlich dieser Bubbel da, ne? Sollen wir daran? Ich drück mal deine Knöpfe. Laderaum füllen. Vielen Dank. Ich gebe Bescheid, sobald meine Analyse vollständig ist. Okay, das wird eine Weile dauern. Wo ist das Portal hin? Ich will in diese Wüstenwelt wieder zurück. Da war noch so viel, was man sich hätte angucken können. Guck mal, jetzt ist da eine 4. Jetzt ist wieder nur eine 3. Eine 2. Ach, das sind die Meterabstände wahrscheinlich. Wie weit sie von uns entfernt ist. Hast du hier ein Portal drin? Nö. Na, okay. Diese wachsende, singende Materie. Unsere Physik hat ihre Existenz vorhergesagt. Aber nur bei gewissen Abweichungen von universalen Konstanten. Es ist eine mineralische Lebensform, die wir Tetrerium nennen. Sie wiegt nur 1,63% von dem, was sie eigentlich wiegen sollte. Mit ihr könnten wir vielleicht den Planeten austricksen. Ion, dir fehlt die entsprechende Hardware, um mineralische Lebensformen zu erkennen. Ani kann sie aber hören. Pass also auf sie auf. Sie korrodiert schnell. Ja, hab ich schon mitbekommen. Okay, also wird uns Ani dann wahrscheinlich immer Bescheid sagen, wenn sie sie hört. Wie auch immer man ein Material hören kann. Sie meint ja, sie singen. Na, dann komm mal mit. Ion? Ja? Wir haben entschieden, dass du zurück in die Wüste musst.
Und Ani begleitet dich. Cool. Ich dachte schon, es würde langweilig. Wir haben in euren Aufzeichnungen aus der Wüste schwache Funksignale entdeckt. Vielleicht können wir ihre Quellen nutzen, unser Signal zu verstärken und so P1 zu erreichen. Und es gibt übrigens ein neues Portal. Es öffnete sich direkt, nachdem du dieses Tetrerium bei PC-21SST391V23 eingecheckt hast. Ich setze einen Wegmarker. Nennen Sie doch Sister. Seine Signatur ist die gleiche wie die des Portals, das euch in die Wüste geführt hat. Rechnet damit, den Funkkontakt zu verlieren. Viel Glück. Danke. Bezüglich unseres Gesprächs über Regen und nächtliche Geräusche, ein paar fand ich wirklich verstörend. Wenn sie von Lebewesen stammen, müssen es die seltsamsten aller Lebensformen sein. Es gibt keine Muster in meiner Datenbank, die sie erklären könnten. Und wo du schon dabei bist, ich habe den Schild freigeschaltet. Er verbirgt deine Metallsignatur. Wir vermuten, dass Tumbler davon angezogen werden. Oh, ein Schild. Cool. Für Eier. Der ist nicht für dich. Sag mal, hältst du Regen aus? Aber ich muss das ganze Tetherium finden, typisch. Naja, ey, komm. Mach mal auch was. Sag mal, wie sieht's denn aus mit dir? Zeig mal. Du hast also zurückgefunden. Aber wir müssen immer noch die Funkstationen reparieren. TR2 hat recht. Ihr müsst zurück. Die Funkstationen sind unsere beste Chance. Ich wusste doch, dass TR2 sich durchsetzen würde. Los, zurück in die Wüste. Komm mal erstmal rein hier. Kommst du nach, wenn es aufgehört hat zu regnen? Oder macht Regen dir nichts aus? Okay, wir haben ein neues Portal da hinten. Damit hat sich dann auch meine Frage beantwortet, wann es denn zurückgeht. Regen ist fast so schädlich für mich wie Sandstürme. Ich hab die Stirnkante. Sister würde mich beschützen. Ich kann mich in ihr verstecken. Alter. Was meinst du, warum wir gerade hier waren? Und ich wette, selbst TH2 könnte gar nicht anders, als mich zu beschützen. Du bist albern, Ani. Albern wie ein Atmer. Ach Mensch, du bist gemein. Drin sein, während draußen die Kräfte der Natur wüten. Besser geht das nur noch mit guter Musik, Kerzenlicht und einem heißen Tasse Tee. Wir haben so viel verloren, als wir uns maschinisiert haben. Ist schon krass. Lernt man erst zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat, ne, Ani? Die Ani ist richtig tiefgründig, ne? Würde man ihr gar nicht zutrauen. Sag mal, Ani, wartest du jetzt hier? Wie beim Wüstenplaneten? Oder kommst du jetzt mit raus? Du wartest da, ne? Alles klar, sehr gut. Sie wird dann schon hinterherkommen. In der Zeit werden wir uns hier mal ein paar Ressourcen einsammeln. Und uns auf den Weg zum Portal machen. Und dann schauen wir mal, was wir da noch alles so finden. Mit den Sandstürmen habe ich ein bisschen Angst. Wir haben da jetzt nicht wirklich viel Unterschlupf gesehen gehabt, ne? Wo wir da gerade geguckt haben. Vorher vielleicht das Schild noch herstellen. Für unseren guten Aion. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir dafür alles brauchen. Können wir gerade mal machen. Schild. Solar, Konsumieren, Schaltkreise, Nanos. Speichererweiterung. Erhöht die Speicher. Okay. Schaltkreise. Kriegen wir Schaltkreise hin? Nein, wir brauchen hier noch ein bisschen von dem Zeug. Warte mal, das haben wir doch da hinten. Dann sammeln wir uns das eben. Geil, dann können wir mehr mitnehmen. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir ein bisschen mehr mitnehmen. Ich hoffe, das ist auf dieser Seite des Berges. Und dann müssen wir uns danach das Schild herstellen. Aber erstmal machen wir die Speicherkapazität. So, hatte sie denn jetzt die Analyse eigentlich schon komplett abgeschlossen? Ja, ne? Ah, es ist natürlich da oben drauf. So ein Mist aber auch.
Alles ist da oben drauf. Okay, dann müssen wir nochmal einen kleinen Umweg da nach oben machen. Das brauchen wir jetzt. Weil in der Wüste, da wird es, glaube ich, dann auch irgendwann knapp mit Keimlingen. Da sollten wir schon gut vorbereitet sein. Oh, das ist so ein schönes Spiel. Der Regen ist fort. Ja. Der Regen ist fort. Und guck mal die Anzeige da unten. Unter Arni. Ich zeig gerade drauf. 115, 112, 110. Nein! Sie kommt immer näher. Schnell weg mit dir, Aion. Sonst müssen wir wieder babysitten. Nein. Komm, wir sehen sie doch hier gleich irgendwo andüsen. Da kommt sie. Da hinten. Jetzt, wo der, dieses komische Kreuz ist. Da war sie gerade. Da! Arni! Arni! Ach. Oh Gott, guck mal, man sieht sie gar nicht im Gras. Oh, wie süß. Na, du? Hey! Hey! Okay, auf geht's mit Arni im Gepäck. Machen wir uns jetzt erstmal da nach oben. Wir brauchen nämlich diese... ja. Ich hab das Material vergessen, wie es heißt. Tetoretorum. Tetoretorium. Benjamin Blümchen rum. So, finden wir hier was? Das ist alles oben drauf, ne? Da müssen wir wieder an diesem riesen Steinklotz gleich vorbei. Ah, ich hoffe, der lässt uns in Ruhe. Also auch mit Arni, ne? Müssen wir jetzt ja aufpassen. Nicht, dass er... Naja, ihr wisst ja, Arni. Die geht ja ganz gerne mal auf eigene Faust los. Kommen wir hier vorbei, oder? Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Da ist er schon. Ich will die auch nicht angreifen unbedingt jetzt, weil... Andererseits wäre es irgendwie auch mal spannend zu sehen, was dann passiert. Aber ich lasse es noch. Ich lasse es noch. Ich will hier nur vorbei, Digga. Ich bin nur vorbei. Ich hoffe, Arni hält genug Abstand. Wo ist denn Arni? 35 Meter, 33. Sie kommt gerade irgendwo. Gott, 29. Arni, sei bloß vorsichtig. Die ist da bestimmt gerade irgendwo im Dickicht. Nein, Alter, Arni! Arni! Die Kleinen machen wir mal am größten Faxen, ne? Okay, Arni, dann auf. Dann helfe ich dir. Komm, den machen wir down. Arni! Gib ihm, Arni! Kann man den überhaupt down machen? Boah, Alter, wie sie ihm Headies verteilt. Oh Gott, Vorsicht, Alter. Arni! Okay, komm. Rückzug! Arni, Rückzug! Ich glaube, das wird nichts. Das ist auch ein fucking Steingolem. Alter, Arni, du kannst doch nicht einfach... Ja, da kannst du so böse gucken, wie du willst. Den wird es nicht jucken. Ich glaube, da können wir echt drauf ballern, wie wir wollen. Da wird nicht viel passieren. Dann müssen wir den langen Weg erstmal gehen. Vielleicht kann man die irgendwann ausknipsen. Arni, bist du da? Okay, jetzt sind wir gerade safe. Alles klar, ihr Lieben. Dann klettern wir in der nächsten Runde da nach oben. Dann suchen wir uns da unser Tetereteum. Was war das hier nochmal? Turanon. Nicht Tetereteum. Unser Turanon. Und dann machen wir den Schaltkreis, damit wir da die
Speichererweiterung machen können und den Schild. Da brauchen wir nochmal Schaltkreise. Alles klar, ihr Lieben. Der Plan steht. Der Golem liegt. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Foaming Home. Bis denn. Bye, bye.